Willkommen zurück. Da ist die Reporterin. Habe ich gerade entdeckt. Gut, dann dürfte das ja gleich eigentlich funktionieren. Wenn ich das jetzt recht gesehen habe. Hallo, Mrs. Reporterin. Da ist er. Endlich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Strauß ist erwachsen. Müssen wir langsam mal aufpassen wegen Platz. Ja. Müssen wir langsam aufpassen wegen Platz. Können wir noch irgendwas? Bilder zurücksetzen. Spielzeug. Haben wir. Haben wir hier soweit alles. Wo bist du denn? Hier wird zum sibirischen Tiger. Bis jetzt ist noch alles relativ in Ordnung. Geht zu Error. Ja, die Pfauen kacken sich hier wieder zu. Wie geht's dein Arsch da? Ja, du musst viel laufen. Ich glaube, ich werde die Arbeitsbereiche für die Gehege nochmal neu zuweisen. Ja. Willst du nicht mal putzen? Okay. Das Trampelungeheuer. Ja, ist hungrig. Meine Herren, die brauchen alles immer so lange. Aber es wäre mal eine gute Möglichkeit, die Bereiche neu aufzuteilen. Die Arbeitsbereiche, ich glaube, die laufen sich hier tot. Arbeitsbereich 10, weg. So, erstmal alles. Zack, zack, zack. Dahin, dahin. Ja, es die Putzkräfte, die unterwegs sind. Ich würde mal glatt behaupten, ist alles. So, Vivarien und Gehege. Wir müssen eigentlich alles haben. Das ist ein Klo. So, Geschäfts- und Mitarbeiter. Ja, da hat sich auch nicht viel geändert. Gut, der hat die angrenzenden. Grizzly, keine
Okay, Grizzly keine. Und Kroko. Also hier machen wir Gepard raus. Ja. Umbenennen. Gepard. Und hier schreiben wir Kroko dran. Kroko. Gut. Genau. Das ändern wir jetzt nochmal, denn Grizzly Kroko. Schildkröte. Die drei. Und dann setzen wir noch Strauß mit rein. Genau, Zebra. Hä? Er hat ein viertes? Wo? Da hinten, das nehmen wir mal raus. Das würde sich besser machen. Wir brauchen nicht so viele Laufwege. Zebra. Und Borneo. Borneo. Gut. Zebra. Ich glaube, das ist effektiver. Was hat er denn? Ich würde dich hier vorne rausnehmen. Baum müssen wir mit drin lassen, weil die brauchen. Den lassen wir erstmal damit drin, aber der kriegt jetzt erstmal noch dich. Gehege leer. Das Gehege nehmen wir mal um. Und zwar in Bau. Und hier hinten ist der Löwe. Löwe. Ah, es kommt sehr lange zu Alpha-Kämpfen. Arbeitsbereiche. Genau. Zack. Löwe. Wow. Ist er noch mit drinne? Das nehmen wir mal raus. Die Waren ist sein Steckenpferd. Raus, raus. Und dich mit rein. Gut. Ach, das trampelt hier. Trampeltier. Er hat Bau, sibirischer Tiger, Trampeltier. Ne, hier kommt Tiger. Bau. Trampeltier. Ich glaube, es ist die bessere Alternative. Ja. Gegen Vivarien ist ein Techniker zugeordnet. Techniker eine Putzkraft. Versorgung, genau. War Versorgung jetzt eigentlich alles abgedeckt? Ja. Ich denke mal, das wird die bessere Wahl sein.
Wobei, ich denke mal, Gehege, Geschäfte sind Techniker. Gut. Gäste, Verbrechen auch nicht ersetzen. Das macht nämlich mehr Sinn. Oh Gott. Ein Gepard. Geparden sind da hinten. Ich hoffe, wir kommen jetzt zum nächsten Stern. Okay, zack. Zack, zack. Klicken wir erstmal alles an, was wir nicht mehr möchten. Weibchen, Weibchen, Männchen, Männchen, Männchen. Freilassen. Weg mit euch. Frauen sind so furchtbar. Frauen sind furchtbar. Zack. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 1, 4. Muss auch noch mit weg. Muss mit weg. Freilassen. Ich kann nicht rückgängig machen. Ah, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 2. Freilassen. Nö. Dich will ich zum Beispiel nicht haben. Hier. Zack. Zwei Männchen, vier Weibchen, das reicht vollkommen aus. Oh. Genau. Nö. Nö. Fuß. Hier wird es bald zu Machtkämpfen kommen. Sehr schön. Oh. Ah, sieht doch gut aus. Die fühlen sich wohl. Können wir noch eine Netzgiraffe holen? Nö. Nope. Oh. Oh. Haben wir noch genug Wildhunde hier? Ein Wildhund, ein Männchen holen. Unfruchtbar. Holen wir noch ein Wildhund, ein Männchen. Afrikanischer Wildhund. Ich brauche aber eine Männchen. Die brauchen mehr Gras lang. Gut. Meine Herren, Pfleger rufen. Weg den Arsch erzählen. Thank you.
Gut, sagt die Reporterin. Wie die dicken Tiger. Die dicken Tiger sehen. Da muss man noch mehr Genpool reinsetzen. Och, aber. Weibchen ist. Hungrig, ja. Kann man hier auch mehrere Weibchen reinsetzen? Ja. Kaufen wir mal. Was soll ich da rein? Raus. Wikipedia. Ein Männchen, lieber mehr Weibchen holen, okay. Weibchen. Dahin. Gut. Veterinärforschung wird abgeschlossen. Dann haben wir jetzt alles einmal durch. Ja, dann müsste es jetzt mal langsam mal. Bleibt denn der? Gut. Wie alt? Also eine Riesenschildkröte auf Deutsch. Uralt. Wir haben jetzt hier ein Weibchen. Krankheit. Mensch, geh weg. Nein, geh weg. Jetzt haut doch mal alles ab hier. Ja, ich habe mitgekriegt, dass er eine Krankheit ist. Meine Herren, Weibchen. Männchen. Hat sich der Kumpel nicht ganz so alleine. Gut, es muss jetzt mal Tiere loswerden. Okay. Das war beschlagnahmt. Kann man die freilassen? Nee. Zack. Weg. Die Männchen. Gut, die sind weg. Euch geht's gut. Frauen muss ich auch unbedingt loswerden. So. Und das ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, zwei Männchen. Gut. Noch nicht ausgewachsen, ist auch noch nicht ausgewachsen. Okay. Zebras. Gut.
Lass mich raten, wieder nichts, wa? Schön. Danke nochmal. Vielen Dank nochmal. Warten, bis sie wiederkommt. Vielleicht werde ich die Frau noch los und hier haue ich die Sträuße rein. Was ist jetzt das Problem? So. Ja, damit die Tiere ja wieder krank werden. Weil meine Pfleger nicht zu Potte kommen. Naja, dann bauen wir noch ein bisschen Bildung aus. Ich glaube, das mit der Reporterin werde ich offscreen machen. Genau, Strauß. Da ist er doch. Und Zebra. Oh, warte mal, die lassen wir mal auf 5. Netzgiraffe. Dann kriegt das auch eine Netzgiraffe hier. Och Mann. Und hier Strom. Okay. Komm schon. Bewegen. Borneo. Na, ja, weiter geht's. Borneo. Leistenkrokodil. Fallen wir sie da erstmal. Nochmal das Leistenkrokodil. Gut, dann machen wir hier auf der Ecke den Geparden. Perfekt. Hier machen wir die Riesenschildkröte. Genau, hier fluten wir sie noch mit den Grizzly. Dann kommt hier noch der Löwe hin. Ja, das passt. 5 Meter.
Wildhund. Gut. Sehr schön. Dann gibt es hier noch Info. Lautsprecher. Mit dem Timberwolf. Gut. Oh. Hier hauen wir das Fauntier hin. Ja, komm her. Genau wie hier. Perfekt. Dann machen wir hier den T-Shop. Das Trampeltier. Bei dem Bildungsprogramm nachkommen. Okay. Ist da noch Jungtiere hier oder schon ausgewachsene? Aha. Wo sind sie denn? Ja. Freilassen. Sehr schön. Timberwolf ist verstorben. Haben wir noch Timmer? Ja, Männchen, Weibchen. Ist eine Katastrophe hier in dem Ding. Ich glaube, die will ich auch wieder rausschmeißen. Gut, Hüten, verhüten, 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 verhüten. Gut. Die werden alle nach und nach rausfliegen. Sehr schön. Gut. Wie sieht mit dem Bildungsstand jetzt aus? Strom? Ja. Sehr schön. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal weiter um die Bildung. Zack. Amphibien sterben. Bienen sterben. Abholzen in der Wälder. Und Ökotourismus. Schön mal den Durchgängen. Genau, Klimawandel.
Landsharing. No. Fuck. Populationsfragmentation. Kann der das Vivarium hier erreichen? Tierpfleger anfordern. Der den nicht so an. Ich muss mich jetzt um die Bildung meiner Gäste kümmern. So. Und dahin. Wo waren wir jetzt? Da. Die Generation der Ozonschicht hatten wir noch. Und traditionelle Medizin. So. Bildung pro Tierart. Kein Strom. Ja. Besser? Schön. Sehr schön. Hervorragend. Gut. Strauß, zack, zack, dann werden wir euch nochmal los, vom Zoll beschlagnahmen. Nee, kann ich nicht. Zack. Euch geht's gut. Oh, sie ist schwanger. Eieieiei. Ihr gebt mir hier noch einen Sack. Werdet da wachsen, dann werde ich euch los. Ja, weg. Okay. In Gefangenschaft. Gut, freilassen. Ah, ich glaube, die Frauen werde ich jetzt los. Machen wir jetzt erstmal alle, dass sie erwachsen werden. Dann hau ich euch weg. Gebt mir auf den Sack. Forschungsbewertung. Okay. Okay, ist ausgegraut. Gut, ich mache dann hier mal Feierabend, spiele mal so weiter, bis der Reporter wieder kommt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.